Ich hoffe, euch geht's allen gut. So sieht es aus, wenn Yana Harrison ihren Zumba-Kurs ins Internet verlegt. Es ist eines von vielen Angeboten der VHS Bamberg Land, das wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfinden kann. Aber zumindest für Zumba gibt es eine digitale Ausweichmöglichkeit. Es wäre echt schade, wenn alle daheim sitzen würden und teilweise nichts zu tun haben und dann auch die Bewegung fehlt oder auch der Spaß am Tanzen fehlt. Und das wollte ich eigentlich schon ins Wohnzimmer auch bringen. This is the Ream. Die VHS Bamberg Land versucht, das Angebot, so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Klar, bei 700 Kursen kann nicht alles digital stattfinden, aber die Bereitschaft bei Teilnehmern und Kursleitern wächst stetig. Die Resonanz war riesig. Also wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 15 bis 20 Kursleiter, die sich interessieren. Und schon einige Kurse laufen bereits. Andere sind jetzt gerade in der Planung. Natürlich gibt es welche, die sagen, ich habe da ein bisschen Bedenken oder ein bisschen Hemmungen, da reinzugehen. Es muss nicht jeder mitmachen, also nur der möchte. Aber ich würde mal sagen, 80% der Leute wollen das und haben jetzt auch schon erste Erfahrungen damit gesammelt. Also die ersten Rückmeldungen sind eigentlich sehr, sehr positiv. Du bist ruhig. Neben Zumba gehört auch autogenes Training zum Angebot von Yana Harrison. Und auch dieser Kurs wird jetzt auf einer Videoplattform abgehalten. Man lernt, sich selbst zu entspannen. Also autogenes Training ist wirklich so aufgebaut, dass man Tools an die Hand bekommt. Der ganze Körper ist schwer. Beim autogenen Training muss man schon gucken und auch mit reinspielen Rückantwort haben von den Leuten, wie geht's denen dabei. Die muss man schon ein bisschen auch abholen zu Hause. Und das jetzt durch den Bildschirm ist schon eine Herausforderung. Nacken und Schultern sind locker und leicht. Egal ob autogenes Training, Zumba oder etwas ganz anderes, mit den Online-Kursen setzt die VHS Bamberg Land dem Verdruss über Corona etwas entgegen. Was bereits im Netz stattfindet, können Sie auf der Internetseite der Volkshochschule nachlesen auf www.vhs-bamberg-land.de.